Die Coronavirus-Erkrankung wird durch Tröpfcheninfektion über kurze Distanzen übertragen. Die Tröpfchen treffen dann auf die Schleimhäute des Gegenübers und können, wenn sie dorthin gelangen, eine Infektion machen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass das Virus unterschiedlich lange auf unterschiedlichen Oberflächen haften und überleben kann. Auf glatten Oberflächen wie Metall oder Kunststoffen kann es sogar im Tagebereich sein. Auf rauen Oberflächen oder Geweben wird das eher im Stundenbereich sein, mehrere Stunden. Was aber ganz klar gezeigt werden konnte, dass diese Partikel nicht mehr zu Infektionen führen. Der Virus ist sehr empfindlich und verliert rasch seine Infektionsfähigkeit bei UV-Licht oder bei Austrocknung. Das heißt, man muss keine Angst haben bei Münzen oder Briefsendungen. Falls dort Partikel droben sind, sind sie nicht mehr infektiös. Alle Viren zeigen Mutationen und die Virengruppen zeigen sie zum Teil unterschiedlich schnell. Wir wissen vom Influenza-Virus, dass es sehr rasch mutieren kann, daher müssen wir hier auch jährlich impfen. Das Coronavirus ist eher in Bezug auf die Mutationen ein sehr langsames Virus und es besteht gute Hoffnung, dass die Impfwirkung mehrere Jahre anhalten wird, dass man nicht so häufig impfen muss.